Willkommen zurück hier zu Paper Mario. Es geht weiter. Ich habe trainiert und zwar um einiges. Wir haben Level 15 erreicht, sind auch immer Popstar, haben 35 KP, 20 BP und 21 Ordenpunkte. Das ist schon recht ordentlich. Und ja, jetzt würde ich auch mal sagen, können wir unsere Partner aufrüsten. Und zuvor will ich noch ein kleines Geheimnis lüften. So. Mit Luigi haben wir, glaube ich, schon geredet. Okay, hier kennen wir ja schon die Räumlichkeiten. Pennen wollen wir nicht. Wir gehen hier raus. So, aber wohin kommen wir hier? Und was kann man hier kaufen? Wir haben auch genug Geld. Wir haben 817 Münzen. Ich bin ja auch wieder in Falkenheim Champion geworden. Herzlich willkommen. Bitte schau dich in Ruhe um. Ich grüße dich. Sei willkommen vom ganzem Herzen. Endlich. Lang habe ich auf dich gewartet. Also, was kann ich für dich tun? Wir kaufen was? So, Sonderangebote. Wir schauen mal. Ausweicher bei erfolgreichem Action-Kommando. Sinkt erlittener Schaden um 1. Okay, Schrumpfer. Erweicher. Erweicht Gegner und senkt ihre Verteidigung. Kampfwut P. Oder Erstangriff. Ein schwächerer Gegner wird durch Erstangriff besiegt. Interessant. Kaufen wir uns mal. Ebenso wie nochmal ein Ausweicher. Sehr schön, haben wir. Und dann gucken wir mal. Ausweicher braucht 2. Ich glaube, wir haben schon einen Ausweicher, oder? Oder haben wir noch keinen? Doch, ja genau. Das heißt, bei erfolgreichem Action-Kommando sinkt der Schaden um 2. Weil wir ja 2 Ausweicher haben. Okay, Erstangriff auch. Okay. Sehr schön, hat sich gelohnt. Und jetzt heißt es auf zum Mann im Raum mit den Insignien. Denn dort geht's jetzt weiter. Okay. Hier wären wir. Und wir haben ja auch fleißig Insignien gesammelt. Sei willkommen. Für 3 Insignien erhöhe ich den Rang eines deiner Freunde. Okay. Wir haben 15. Und wir können sogar unsere Leute um 3 Ränge steigern. Aber glaube ich, wir können erst höherrangig steigen, wenn wir alle einmal um ein Level erhöht haben. So glaube ich. Okay. Wir beginnen mal. Rangos Aufus. Aufus. Wow. Boah, wie krass. Okay, und gleich gucken wir mal, ob wir tatsächlich nicht schon gleich weiter den Level erhöhen können. Von der Barbara. Sie freut sich erstmal. Okay. Nee, können wir nicht. Nehmen wir mal als nächstes Yoshi. Rangos Aufus. Aufus. Ach, wie schön. Das heißt, wir können insgesamt, glaube ich, auch knapp 30, wenn nicht sogar mehr, Insignien finden. Ob ich alle finden werde, ich wag's fast schon zu bezweifeln. Auch Yoshi freut sich. So, Erona. Warum nicht?
Rangus Aufus, also es lohnt sich eigentlich fast überall, das zu erhöhen. Also ich finde Gumbrina ist da ein wenig sinnlos, weil, ja gut, weil sie ist nicht einzigartig genug. Alles was sie kann, kann zum Beispiel Irona auch. Nur dass Irona meines Erachtens noch stärker ist und bessere Attacken kann. Aber gut, ist Geschmackssache. So. Auch die Irona wird sich freuen. Okay, dann nehmen wir noch einmal Kopio. Und dann reicht das erstmal. Gumbrina erhöhen wir dann später. Aufus. Ja, da muss der Merlaun schon Höchstarbeit leisten hier. Okay. Das hätten wir. Und damit haben wir gleich stärkere Gegner. Quatsch, stärkere Kumpanen, die auch gleich neue Attacken gelernt haben. So, das reicht erstmal. Wir dürfen uns entfernen. Und wir sehen schon, auch Kopio hat jetzt mehr KP bekommen. Insgesamt 15. So, Moment. Kann jetzt auch neue Panzerschild. Irona kann Knutschkuss. Yoshi kann Eierschlag. Und Barbara kann den Feuerzauber für 6 Blütenpunkte. Der ist sehr, sehr teuer, aber auch sehr wirksam. So glaube ich zumindest. Okay, gut. Ich denke, dann können wir auch jetzt mal abdüsen. Und zwar wieder mal in Richtung, brüchiger Framemate. Nee, Quatsch. Also in Richtung Schiff. Gut. Und da dürfte jetzt ja auch der gute alte Bartom sein. Genau, da haben wir sie alle versammelt. Der Wind steht gut. Genau richtig zum Ablegen. Das Wetter wird uns keine Probleme bereiten, aber... Ich wusste, dass du es schaffen würdest, den alten Bartom zu überreden. Super Mario, es war vollkommen richtig, dich zum Kapitän zu machen. Der Proviant ist an Bord. Die Vorbereitungen sind damit abgeschlossen. Das heißt, Schiff klar zum Auslaufen, einverstanden? Na klar. Dann mal los. Gut, bereit zum Auslaufen. Unser Ziel ist die Isla Corsaria. Die Spukinsel. Ahoi! Na, wenn das mal gut geht. Denn dort soll ja auch der Cortez sein. Der schlimme Piratenkönig. Geist. Irgendwas. Und der Kerl da im Boot, der an vorderster Front steht, der kommt mir auch ein bisschen merkwürdig. Und bekannt vor. Kann das sein? Gut, wie dem auch sei, wir liegen ab. Auf Wiedersehen, Rohling. Momentchen mal, so ein Kruzione. Hier, Kruzi 1. Hier, Kruzi 1. Einschleusung erfolgreich. Schwarzer Kruzi eingeschifft. Ich wiederhole, schwarzer Kruzi an Bord. Was? Hört sich ja verdächtig an, oder? Hört sich sehr verdächtig an. Na, wie dem auch sei. Herzlich willkommen im Kapitel Nummer 5. Der Schatz des Piraten. Logbuch des Kapitäns. Den Winden trotzen sticht der Korsar in See. Ein gewagtes Unterfangen? Nicht für uns. Erfahrene, mutige Seebären. Und da haben wir die Nacht. Die erste Nacht an Bord. Und den nächsten Tag. Logbuch des Kapitäns.
ein prächtiger Wind, dazu strahlendes Wetter. Die Götter des Meeres scheinen unserer Expedition gewogen zu sein. Und ein weiterer Logbuch. Unsere Reise verläuft ganz nach Plan. Bei unserem gegenwärtigen Tempo werden wir morgen die Insel erreichen. Das klingt ja spannend. In nur 4 Tagen und Nächten haben wir es geschafft. Mit roten Augen starrte der Schädel aus Stein, so rot und glänzend wie ein Rubin. Bom, bom, bu, bom, bom, rot wie ein Rubin. Bei Rotbart fielen wir 3-mal auf den Steiß. Blaubart, ah, schlug man 4-mal. Bom, 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 und dann ein lauter Knall. Manometer, was für ein toller Sänger, der Corsario. Was für eine Nacht. Ich habe doch gleich gesagt, kein Grund zur Unruhe. Die Insel liegt vor uns, ich kann die Schätze fast schon riechen. Ein herrliches Gefühl. Wollt ihr Berichte von meinen hellen Taten hören? Natürlich wollt ihr. Damals, als ich im Dschungel gegen eine Riesenschlange... Damals... Gefahr... Ganz allein... der schon wieder. Corsarios Ruhmestaten. Genau dieselben Geschichten wie gestern, oder? Wir können ja nicht weg. Also Zähne zusammenbeißen und einfach reden lassen. Man darf ihn auch nicht unterbrechen, sonst wird Corsario wieder sauer. Aber was ist jetzt los? Das Schiff verliert an Fahrt. Oh oh. Hey Captain, tut mir schrecklich leid, dich zu unterbrechen. Aber es sieht ganz so aus, als machen wir keine Fahrt. Wir treiben nur noch. Oh oh. Ist da vielleicht doch der Geisterkönig, Piratenkönig? Was? Keine Fahrt? Wir treiben? Dann sorgt gefälligst dafür, dass wir wieder Fahrt aufnehmen, ihr Landratten. Ei, ei. Matrose, ab in den Mastkorb. Klär die Lage. Sehr merkwürdig. Ja, der scheint wohl nichts ausrichten zu können. Wow. Was ist denn das? Ei, ei. Land in Sicht, aber kein Lüftchen. Etwa noch... Was ist denn das? Schnauze, ich arbeite hier. Was soll das? Was? War ein Geist. Hilfe! Ach du Scheiße. Also doch Geister. Ruhe, Disziplin. Was für eine DD, was für ein Geigei. Ich glaube, er meint diese Geigei. Boah, die Geister der Insel. Da ist er. Der Piratenkönig. Es gibt ihn also wirklich. Was machen wir? Was machen wir jetzt? Keine Panik. Das sind doch nur optische Täuschungen. Los, setz die Segel! Oh. Du Scheiße, die werden immer mehr! Ich glaube, wir haben ein mächtiges Problem. Bist du der Piratenkönig? Uiuiuiui, zu Hilfe! Alle Mann auf ihre Posten und bleibt ganz ruhig! Ganz ruhig, ruhig, ruhig und immer den Befehlen des Käpt'n gehorchen, klar? Ja.
Hör zu, bleib ganz ruhig und... Mami! Und da gehen einer vom nach dem anderen von Bord. Kapitän, Bartom, wir evakuieren. Alle Mann von Bord, los zur Insel. Jeder für sich, wir treffen uns dort. Uiuiui. Da erleiden wir wohl Schiffbruch. Gar nicht toll. Eieiei. Logbuch des Kapitäns. Wir sind auf dieser Insel gestrandet. Glück im Unglück. Wir sind auf der Isla Corsaria, am Ziel unserer Reise. Aber wir haben drei Vermisste, darunter auch Steuermann Bartomb. Was soll nur aus uns werden? Die Lage erscheint aussichtslos. Ach, jemine. Drei Vermisste und kein Schiff mehr. Logbuch des Kapitäns. Unsere Lage hat sich ein wenig gebessert. Die Flut hat einen Teil unseres Proviants an den Strand gespült. Salzigen Käse, salzige Kartoffeln, salziges Brot. Vieles davon konnten wir einsammeln. Für eine Weile scheint das Überleben sicher. Okay, wir wollen eine Hütte für unsere Vorräte bauen. Damit wäre zumindest der Proviant vor Sturm und Regen geschützt. Bartomb und die anderen bleiben weiterhin verschollen. Aber noch hoffen wir, dass sie es irgendwie geschafft haben und auf der Insel sind. Seit 3 Tagen auf der Insel, die Hütte ist fertig. Wir richten uns ein, in der Hoffnung, bald wieder nach Ruhling zurückzukehren. Und da sind wir. Auf der Isla Corsaria. Hey Kapitän, Schnauzbart! Unsere kleine Hütte ist fertig. Klar zur Besichtigung. Alles klar. Da werden wir mal hinschauen, was wir da so haben. Sehr interessant. Wir sind also gestrandet und haben eine ganz, ganz tolle sonnige Insel zu erkunden. Mit ganz, ganz wenig Nahrung und ganz wenig Hoffnung. 3 Vermissten und keinem Schiff mehr. Ja, unschön. Wow, Hilfe! Schluck das! Wow! Schlag mich nicht! Okay. Wir erhalten Wakas Kick. Das Ding kickt wirklich. Stellt 25 KP und 25 BP wieder her. Ist ja richtig genial. Und solch einen Wakas Kick kann man ganz, ganz oft einsammeln. Ich glaube, bis zu 10 Mal oder so. Also es lohnt sich. Okay, erstmal aber... Na wohl, einmal geht erstmal noch. Noch ein Wakas Kick. Komm her, du Maulwurf. So. Ist er hier noch? Tatsache. Ja, schlag mich nicht. Der ist sicherlich ganz traurig jetzt, dass wir ihn immer hauen. Aber gut. Ist halt so. Wir gucken mal. Items, ja. Ich werde mal sagen, ich... Sammelt mal offscreen nochmal 2, 3 Wakas Kick. Ihr wisst ja, wie es geht jetzt. Kapitän, schnell! Corsario und Big Om, die beiden sind schnell! Hm, hast du etwa Angst vor den Geistern auf der Insel? Du bist doch sonst so furchtlos. Was? Was redest du da? Du hast doch selbst die Hosen voll, Schlückrutscher. Moment, hast du da etwa von vollen Hosen gesagt, Matrose? Ganz genau, und ich sage es so oft ich will. Hosen voll, Hosen voll, Hosen voll. Ja, Bob-Omb oder nicht, jetzt bist du dran. Oh, wütend? Gut, gehen wir in die Büsche. Da werde ich es dir zeigen. Oh Mann, sind die blöd. Wie kleine Kinder. Da sind sie. Was? Was ist da? Da haben sie beide Angst. Captain, die Geister sind wieder rausgekommen. Nein. Ich sehe die gar nicht. Ach da. Gleich 3 Stück. Manometer.
Mario, da sitzt ein Befehl, verjagt die Dinger. Was für ein Befehl? Von so einem Angsthasen. Na egal, dann kämpfen wir halt. Okay, los geht's. Wir hauen mal so drauf, dürfte reichen. Für einen so ein Feuerding. Oder? Nö. Scheinbar nicht. Die halten wohl einiges aus. Immerhin 3 Schaden macht Kopio jetzt. Wow. Verdammt. Kopio brennt. Eieiei. Nicht schön. Okay, sei es drum. Wir greifen weiter an. Hoffentlich treffen wir auch. Lass uns treffen. Hoffentlich. Jetzt aber. Bam. Nö. Irgendwie zu erwarten, oder? Wir treffen nicht. Die Viecher aber schon. Oh, sehr schön. Es macht keinen Schaden. Voll toll. Dank unserer beiden Ausweicher. Daran merkt man einfach. Es ist sehr, sehr, sehr wichtig, ganz viele Ohren zu haben. Und ganz viele gute Ohren zu haben. Entsprechend auch viele Ohrenpunkte. Oh verdammt, das war jetzt doof. Aber sei es drum. Das dürfte reichen. Schluck das. Die Geister sind passé. Wir haben es geschafft. Gut gemacht, Captain. Noch sind wir nicht sicher. Da treiben sich sicher noch mehr von diesen Dingern rum. Auf der Insel. Aber eines von uns muss diese Insel genau erforschen. Einer von uns. Ich als Befehlshaber muss natürlich hierbleiben. Natürlich. Natürlich, Mario. Du wirst diese Insel für uns erforschen, oder? Na klar. Ich wusste es, Mario. Du bist eben ein Superheld. Also dann, viel Erfolg. Gut, ich glaube, hier haben wir noch irgendwo einen formschönen... Nee, doch nicht. Ich dachte, wir hätten hier einen Sternsplitter. Ach, haben wir auch. Okay, da hinten haben wir Items. Mit denen können wir uns eindecken. Okay, aber ich würde sagen, beim nächsten Mal geht's weiter. Bis dahin sammle ich nochmal 2, 3 Walkers Kick. Können nicht schaden. So, und dann geht's hier weiter. Auf der Isla Corsaria. Wir haben einiges zu erforschen und müssen ein paar Vermisste wiederfinden. Ob wir schaffen werden, wir werden sehen. Also, bis zum nächsten Mal.